Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Morgen hier bei Kachelmann Wetter. Ja, neue Wetterwoche startet und es wird schrittweise aus Osten kälter werden. Uns erreichen kältere Luftmassen. Und wir schauen uns jetzt erstmal für diese Woche an, was das genau bedeutet. Ich kann jetzt schon mal sagen, es wird hier später natürlich so um die Mittagszeit wie häufig nochmal ein Update geben. Da schauen wir auch auf den Polarwirbel nochmal genauer drauf. Ich kann nur sagen, das kann noch durchaus interessant werden im Dezember. Also einfach unseren Kanal abonnieren und später das neue Video schauen. Nun ja, ich will vorher mal eine Karte zeigen und zwar hier die Tiefstwerte vom Sonntag aus der Region in Sibirien und wir sehen das bekannte Omyakon, ist ja ein recht bekannter Ort, einer der kältesten Orte der Erde wird er ja auch genannt. Ja, da gab es die erste minus 50 der Saison und in der vergangenen Nacht, da hatten wir sogar minus 50,9 Grad, da ist es noch ein bisschen kälter gewesen, also dort liegt richtig die eisige Kälte. Diese wird uns allerdings erstmal nicht erreichen. Es war ja auch immer wieder die Rede vom arktischen Ausbruch, Russenpeitschen und so weiter und so fort. Ja, es wird kälter werden in dieser Woche auch bei uns, aber die ganz große eisige Kälte, die wird uns erstmal nicht erreichen. Wir schauen uns dazu aber mal den Heiztrend an. Das ist hier so ein vereinfachter Index über die erwartete Heizmenge. Natürlich ist die abhängig genau vom Gebäude her. Es sind viele Faktoren, die da natürlich mit reinspielen, gerade auch die Bauweise. Aber das ist so ein vereinfachter Index, den man macht. Und wir sehen schon, wenn wir die Animation mal für diese Woche laufen lassen, dass insbesondere so in der zweiten Wochenhälfte, nächstes Wochenende, dann eben die Heizmenge deutlich zunehmen wird. Das wird sich definitiv auch in den Gasspeichern dann bemerkbar machen. Schauen wir aber erstmal auf die Wetterlage, wie sich das in den nächsten Tagen erstmal entwickelt. Und zwar wird sich das Hochdruckgebiet, wir haben weiter dieses mächtige Blocking-Hoch im Bereich nordwestliches Russland ausweiten, zunehmend bis nach Skandinavien. Ja, und am Rande dieses Hochdruckgebietes, da weitet sich eben aus Osten peu à peu kältere, aber auch insgesamt sehr feuchte Luft aus. Denn wir haben weiterhin auch noch Gegenspieler, das sind die Tiefdruckgebiete über Südwest- und Südeuropa. Ja, und die schaufeln auch insgesamt feuchtere Luftmassen ein bisschen weiter nach Norden. So ein bisschen interessant wird es dann so in der zweiten Wochenhälfte, inwieweit Aufgleitvorgänge einsetzen. Das heißt, dass diese Tiefdruckgebiete etwas mildere Luft in der Höhe über unsere kältere Luft schieben. Das kann durchaus eben auch mal zu ein paar Schneefällen führen. Schauen wir uns aber erstmal an, was das bedeutet für heute und dann in der kommenden Nacht. Wir sehen, wir haben speziell erstmal tagsüber so in der Westhälfte. Da sind die dichtesten Wolken. Hier kann es immer mal wieder ein bisschen regnen oder nieseln. Nach Osten hin ist es eher trocken. Hier sind vielleicht noch mal ein paar Auflockerungen drin. Temperaturmäßig liegen wir am Rhein durchaus so bei 9 bis 10 Grad und kälter bleibt es vor allem nach Osten und Südosten. In der Nacht wird es so sein, dass es weiterhin oft grau in grau ist. Es wird immer mal wieder etwas regnen und nieseln. Nach Süden setzen auch länger anhaltende Niederschläge ein, speziell so um den Bayerischen Wald. Da kann es durchaus auch mal so in Tallagen oder in höheren Lagen, das heißt eben so, da ist oft so eine kalte Ecke noch im Bayerischen Wald, durchaus mal zu Glätte durch gefrierenden Regen oder Schnee kommen. Ja, ansonsten ist aber eben winterliche Geschichten in Sachen Glätte sind da erstmal noch kein Thema. Nun ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und zwar blicken wir dazu dann mal auf den Dienstag und den Mittwoch. Auf den Dienstag und den Mittwoch, ganz genau. Ja, im Grunde können wir es zusammenfassen. Es wird erstmal oft grau in grau weitergehen. Wir haben insbesondere immer so im Osten, dass hier und da mal ein paar Auflockerungen auch mal drin sind. Ansonsten, wenn sich hier und da mal die Sonne zeigt, ist durchaus möglich. Aber es wird überwiegend sehr wenig Sonnenstunden geben, sehr wenig Sonnenschein und häufig grau sein. Immer mal wieder kann es etwas nieseln oder regnen. Also es ist eigentlich so typisches Novemberwetter. Dazu gehen die Temperaturen nach Osten hin noch immer weiter so ein bisschen zurück noch. Durchaus nur noch so knapp über 0 Grad, auch so in Teilen von Bayern, vor allem so Süd- und Südostbayern. Aber insgesamt sehen wir so am Rhein, da erreichen wir durchaus immer noch mal so um die 8 Grad. Das heißt, hier ist es noch nicht so wirklich richtig kalt. Wenn auch eher ungemütlich. Ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter schauen auf einen weiteren Trend. Und zwar blicken wir da mal auf die Wetterlage für den Freitag. Da sehen wir auch ganz gut, dass wir weiterhin in Zufuhr kälterer Luft aus Osten liegen. Also wir haben schon Ostwind und das wird gefühlt vor allem zunehmend dann auch im Osten und im Norden doch eine ziemlich kühle Geschichte werden. Das heißt eben hier wird mit dem Ostwind dann eben die gefühlte Temperatur auch tagsüber teilweise im Frostbereich liegen. Das heißt, das wird sich schon ziemlich kalt anfühlen. Ansonsten weiter die Zufuhr kälterer Luft.
anpassen. Und so wird es im Großen und Ganzen für den Donnerstag und den Freitag bedeuten, dass es eben auch nach Westen hin langsam ein bisschen kälter wird. Wir erreichen wohl tagsüber, vor allem noch so entlang des Rheins, speziell so auch Mosel, Oberrhein, erreichen wir wohl immer noch so 5 Grad oder ein bisschen drüber, ansonsten aber zurückgehende Temperaturen. Nachts auch zunehmend frostig, das heißt auch in den Nächten dann Achtung auch mal wegen Glätte. Ansonsten vor allem die kältesten Werte tagsüber nur noch so meistens dann zunehmend um die 0 Grad. Am Donnerstag und Freitag so vor allem nach Osten und nach Norden hin. Insgesamt, wie gesagt, nach Westen milder. Vom Wetter her wird es ein bisschen interessanter werden, denn ich hatte ja gesagt, dieses Tiefdruckgebiet, die Tiefdruckzone südlich von uns, kann durchaus in der Höhe so ein bisschen milde Luft heranschaufeln und dann kann es zu so Aufgleitvorgängen kommen. Das heißt eben, die mildere Luft schiebt sich über unsere kältere Luft und das wird von den Modellen noch ein bisschen unterschiedlich beurteilt. Es kann durchaus sein, dass so von Tschechien und den Alpen her und dann ausbreitend bis in den zentralen Mittelgebirgsraum, vielleicht sogar in den Osten Deutschlands, dass dort eben mal so leichte Niederschläge aufkommen, die so eine Mischung aus Regen, Sprühregen, etwas Gegriesel, etwas Schnee fallen. Und so schauen wir uns mal das Icon-Wettermodell an. Das gibt so ein paar Signale, speziell im Mittelgebirgsraum, aber auch nach Osten, dass es so eine dünne Schneedecke vorübergehend mal geben kann. Wie gesagt, das wird unterschiedlich beurteilt. Das ECMWF hatte gestern zum Beispiel mal in seiner Berechnung vom Abend sogar bis nach NRW eine Schneedecke drin, eine dünne Schneedecke zumindest. Also ein bisschen Spannung ist da noch geboten, dass es hier und da im Verlauf der Woche, speziell so Donnerstag, Freitag, vielleicht auch Richtung Samstag mal weiß wird. Wochenende könnte dann auch eine Luftmassengrenze ein Thema werden. Schauen wir aber gleich nochmal drauf, beziehungsweise später im neuen Video. Da will ich erstmal noch die neuen Wettermodelle abwarten. Und dann kann es nämlich auch durchaus sehr interessant werden, wenn wir uns nämlich mal die Entwicklung dann so vor allem im Bereich der Nordhemisphäre, Nordpol, Polarwirbel mal anschauen. Und da will ich kurz mal nochmal schon mal ein Update geben, auch wenn wir das gleich natürlich im neuen Video am Mittag nochmal genauer anschauen mit den neuesten Wettermodellen. Und zwar tut sich da Interessantes. Wenn wir nämlich jetzt mal auf die aktuelle Situation in den nächsten Tagen schauen, sehen wir, ich habe mal wieder ein paar Länder dran geschrieben, dass vor allem über Russland bis nach Skandinavien sich dieses mächtige blockierende Hochdruckgebiet aufbaut und wir hatten eben gesehen, dass der Arctic Outbreak ja sozusagen dann weiter Richtung östliches Asien runtergeht, so über östliches Russland bis nach China teilweise hinein. Ja, und diese wärmere Luftmasse wird eben nördlich des Hochs weiter verfrachtet. Dann könnte sich im weiteren Verlauf, und darauf deuten einige Wettermodelle hin, der Schwerpunkt des hohen Luftdrucks sich immer mehr Richtung Island, Grönland verlagern. Und dann bestände nämlich die Möglichkeit, wenn sich im Dezemberverlauf der Hochdruckschwerpunkt dorthin verlagert, dass sich der massive Kältepol allmählich über Russland und von der Arktis weiter Richtung Skandinavien, Richtung westliches Russland in Bewegung setzt. Das heißt, es könnte sich durchaus im Dezemberverlauf dann eben diese arktische Kaltluft allmählich Nordeuropa auch näher kommen und uns im weiteren Verlauf erreichen. Das wäre durchaus eine Option, aber es gibt da auch noch einen anderen Gegenspieler. Dazu aber dann, wie gesagt, später in dem Video auch noch mehr. Ich wünsche allen damit erstmal einen guten Start in die neue Woche. Sage einfach mal bis später. Ich schaue mir jetzt gleich mal die neuesten Wettermodelle an. Bis später, bis dann und ciao.